Okay, dann lasse ich drin. Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Rebirth. Ich weiß nicht, ob ich das noch drin lasse, aber mir ist gerade hier so ein mir so ein Eimer hier entgegengeflogen gekommen. Ich glaube, das lasse ich noch drin. Ich glaube, einer meiner Leute hat hier irgendwie den hingeschossen, aber ich sehe gerade niemanden. Also vielleicht ist er aus dem Nichts gekommen. Nimm das. So. Gut. Ja, ich bin hier noch mal in Gonganga. Wir sind in Gonganga fertig geworden. Letzte Mal. Wir haben alles erkundet. Wir haben alle Quests gemacht. Wir haben jeden Gegner erlegt. Wir haben jede Essbar gefunden. Wir haben jede Lebensquelle bekommen. Wir haben jede Protosubstanz, jeden Funkturm aktiviert. Und wir haben Chatlist Kampfsimulator auch bis auf einen Kampf hier abgeschlossen, den ich noch mir aufsparen werde für irgendwann, ne, weil ich da glaube ich noch keine Chance habe gegen. Und ja, wir sind noch mal hier kurz in Gonganga. Ich habe gesehen, Aris hat, weiß nicht, ein Level up bekommen, glaube ich. Ich nehme an, das ist der Grund, weil sie hat jetzt ja auch drei Dinger, ne? Sie hat jetzt hier drei Dinger zur Auswahl. Und sie hat 15 Punkte, das heißt, wir können für sie jetzt noch mal kurz hier ausgeben, würde ich sagen, und hier so ein Ding geben, so eine Fähigkeit, was auch immer. Und dann machen wir uns auf, die Story fortzusetzen. Was nehmen wir denn hier? MP hast, ne? Hat sie jetzt eigentlich keine Probleme mit, ne? MP. Aber warum nicht, ne? So, dann gucken wir mal, ob wir für sie noch irgendeine Fähigkeit holen können für 15 Punkte und dann geht es auch schon direkt weiter, ne? Gewirkte Debuffs, Kampf gespendete also was, ja, das ist noch das, was für sie richtig gut ist, ne? Ich bräuchte mal bessere Angriffe, so damit ich sie auch ein bisschen öfter steuern kann. Sie hat diesen blöden Blitzangriff, aber damit treffe ich irgendwie nie was. So, dann gehen wir weiter, ne? Unser nächstes Ziel ist der Cosmo Canyon, ne? Ich weiß nicht genau wieso eigentlich. Warum ist jetzt unser nächstes Ziel der Cosmo Canyon? Weil wir gesehen haben, die Schwarzkunden sind dahin unterwegs. Ich weiß nicht. So, und wir schon sogar hier starten. Okay. So, den Flugplatz haben wir ja schon mal einmal kurz besucht, aber jetzt tun wir ihn mal offiziell besuchen, ne? Wir gucken uns hier natürlich noch ein bisschen um. Unsere Charaktere sind schon mal irgendwie dahin gegangen, haben irgendwie mal angeschaut, haben sich gedacht, so, oh, Flugplatz, ne? Aber Fuß getreten hier drin haben wir noch nicht. Aris sehe ich da schon im Hintergrund rumrennen. Aber ich schaue mich erstmal hier noch um. Kann ich einen Schokobo rufen? Natürlich kann ich das. Ich glaube nicht, dass hier irgendwie Schätze oder so sind, ne? Das ist leider nie der Fall irgendwie, wenn ich hier so Orte erkunde, die irgendwie kein Schatzgebiet sind oder so. Aber man muss ja trotzdem mal gucken, ne? Man weiß ja nicht, ne? Manchmal sind sie ja irgendwie, manchmal hast du ja, am Anfang haben wir irgendwie voll viele Waffen gefunden, ne? Hier, als wir gegen den Midgar Solom gekämpft haben, da war im Sumpf irgendwie so eine nicht markierte Schatztruhe, ne? Mit einer Waffe für Barrett. Und bevor wir den Sumpf betreten haben, war so eine Truhe mit einer Waffe für Cloud, wenn ich mich nicht irre, war das, ne? Also das gibt mir irgendwie so die Illusion, dass hier einige Schatztruhen auch hier sind, die nicht verzeichnet sind, ne? Und deswegen tue ich mich immer weiter hier umschauen, ne? So, und das ist super verdächtig, dass hier so viele Kisten sind, ne? Wenn jetzt hier Genshin Impact wäre, ne? Dann wird jetzt hier irgendwie eine Schatztruhe auftauchen, nachdem ich alle Kisten kaputt gemacht habe, ne? Weil das irgendwie ein Rätsel war, ne? Warte, hier sind vier Fackeln, die in Kreis aufgestellt sind. Die sind nicht an. Die muss ich doch bestimmt anzünden, ne? Und dann hat sie angezündet und dann blink. So in diesen Dimensionen tue ich mittlerweile denken, ne? Man weiß ja nie, ne? Aber leider ist das hier so in dem Spiel nicht so. Schade. Da haben sie schon so eine riesige Overworld, aber tun irgendwie nicht so, sind ein bisschen knauserig so mit den Schätzen und so, die sie hier verteilen. Spul vor in ein paar Minuten und ich stolper über eine Schatztruhe, ne? Pass auf. So.
weiß gar nicht, warum ich die Sachen hier alle kaputt mache. Das ist eigentlich immer nur so Kleinzeug hier, so Gegenstände, die ich sowieso nicht benutze. Ja, Gute daran ist, ich muss mehr oder weniger nicht dafür sorgen, die Dinger hier selber zu kaufen, ne, weil ich die immer hier noch finde. Ich muss nicht irgendwie aus dem Weg gehen und irgendwie ja noch zu sagen, so, oh, ich brauche ein paar Tränke, ne, für den Fall der Fälle, ne, aber ich finde die ganze Zeit, deswegen brauche ich gar nicht einkaufen. Sehr gut. Ist der Weg. Oh, nicht mal getroffen. Weil es peinlich. Da kommt schon hier drin. Ja, ich kann da nicht rein. Da komme ich rein. Da komme ich nicht rein. Wo ein Zaun ist, da muss auch irgendwie eine Tür sein. Hier ist keine Tür. Du kommst da nicht rein. Aber ich schaue mich trotzdem um. Man weiß es ja nicht, ne? Na, liegt hier irgendwo die ultimative Waffe und ich habe sie verpasst, ne? Und dann verschwindet sie irgendwie, wenn ich in der Story weitergehe und so, oh, du hattest nur diesen einen Moment, diese Truhe zu finden, jetzt ist sie weg. Boah. Und dann findest du ihn nie wieder. Wo ich nicht glaube, dass das der Fall ist. Irgendwie, Rollenspiele heutzutage machen das nicht mehr. Rollenspiele sind immer sehr... Das sind so Sachen, die ich so aus älteren Tales of Spielen irgendwie erwarte, ne? Ja, du hast in diesen... Du hast, als du diesen einen Ort zum ersten Mal besucht hast, in diesem einen Zeitfenster nicht mit diesem Charakter gesprochen und diesen einen, dieses eine Ding verpasst und jetzt hast du nie wieder eine Chance dazu bekommen, ne? Aber heutzutage sind Videospiele ein bisschen großzügiger, jedenfalls Rollenspiele, ne? Die machen immer irgendwie sicher so, oh, du kannst alles noch erreichen, ne? Du kannst noch alles finden, ne? Es gibt nichts Verpassbares mehr, ne? Nach meiner Erfahrung jedenfalls. Aber man muss ja trotzdem auf Nummer sicher gehen. So. Nicht mal verbuddelte Schätze oder irgendwie sowas. Hm. Egal. So, bevor wir weitermachen. Wie will ich überhaupt hier dabei haben? Also wir gehen ja zum Cosmo Canyon. Also Red ganz sicher. Und Aris würde ich auch sagen, ne? Irgendwie finde ich die Kombination gut, Aris und Red. Ich habe sogar für die passen so zueinander. Er ist ja hier dieses. Gibt ein Rauchzeichen und wir sind sofort bei. Sie ist ja hier so verbunden mit dem Planeten und Red ist auch so dieser. Dieser tiefere Charakter, ne? Hast du was gefunden? Wir müssen ein Rauchzeichen geben. Ein Rauchzeichen? Was denn? Kennt man sowas bei euch in Midgar etwa nicht? Andererseits überrascht mich das auch nicht wirklich. Hey! Dann lasst mal den Profi ran. Das rauchte 0, nichts. Okay. Immer noch nichts? Dann habe ich wohl keine Wahl. Hey, komm her! Flugzeug! Schuh, 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 und schuh, und schuh. Hat funktioniert. Hat ja wirklich geklappt. Und wer ist das jetzt? Wir haben so eine bunte Truppe. Ich mag unsere Truppe. Ganz fantastisch. Wir holen uns jetzt hier ab. Wie viel mal wetten, dass irgendjemand ist, den wir kennen? Wie viel mal wetten? Nein. Oh mein Gott. Okay, ihn hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Geil. Du sprichst ja. Ist das irgendein Trick? Warte mal, wer das ist. Oder wie er heißt. 1, 2, 3. Ihr seid zu viele. Aber wenn ihr euch nett zusammenkuschelt, das ist der Preis inklusive Gefahrenzulage. Ja, die kleine Bronco, genau. Kundschaft. Bis ihr das Geld habt, kann ich also hier warten. Geil.
Also ihn hätte ich jetzt nicht erwartet, dass wir ihn jetzt hier treffen, schon so früh. Geil. Boah, sieht klasse aus. Bezahlen. Alle Mann an Bord. Setzt euch genau dahin, wo ich euch sage. So, stell dich vor. Muss alles gut ausbalanciert sein. Oh, ich habe gerade so ein Grinsen, ja, auf mein Gesicht. Haltet euch ja gut fest. Wer rausfällt, hat Pech gehabt. Hey, Red! Ja? Warum freust du dich denn so? Bist du nicht reisekrank? Dun, 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 dun. Ja. Es gehört schon einiges dazu, sich freiwillig für meine Forschung zur Verfügung zu stellen. Daran erkennt man einen ausgezeichneten. Aber der Motorradtyp, ne? Vorsicht, nicht zu sehr zappeln. Für Fehlschläge bin ich nicht verantwortlich. Dessen bin ich mir bewusst. Wie überaus kooperativ von dir. Als Belohnung bekommst du meine Sonderbehandlung. Ein Verfahren gemacht, um Helden zu schaffen. Oh. Oh. Mann, was für ein Monster wird er sich verwandeln? Früher hat dieser Prozess Jahre gedauert. Doch jetzt erzielen wir die gleichen Ergebnisse in gerade einmal 18 Stunden. Und all das verdanken wir natürlich ganz allein meinem Genie. Tag für Tag habe ich meine Forschungen vorangetrieben mit inspirierender Genialität. Obwohl, es hat auch Nachteile, den Prozess so zu beschleunigen. Und zugegebenermaßen kann nicht mal ich Perfektion noch verbessern. Irgendwas sagt mir, der Typ wird es nicht mehr lebend hier rausschaffen aus diesem Teil. Ziemlich rote Flaggen. Ist so merkwürdig, ne? Cosmo Canyon, da war nur irgendwie ein Katzensprung entfernt von Gong Gaga im Original. Ich habe so ein breites Grinsen gerade auf dem Gesicht, weil ich Sid gesehen habe. So, ich sehe keine Bäume. Ich mag das Gebiet jetzt schon. Wow! Kann ich fliegen? Ich dachte, vielleicht wird mit den Flugzeugen nicht schlecht. Oh. Bewegungssensor aktiviert. Hey, Sid. Was? Was machen wir eigentlich, falls Shinra uns hier oben erwischt, hä? Hört den jetzt der Himmel oder was? Shinra kann mich mal gepflegter Marsch lecken. Ja. Das gefällt mir. Wir beide werden uns gut verstehen. Ja, Sid ist noch. Ganz in der Nähe sein. Ist noch. Setz uns zur Landung an. Ist auch bekannt dafür, sehr oft zu fluchen. Mehr als Barrett sogar. Okay. Das sieht nicht aus wie der Cosmo Canyon. Der Schrei des Planeten. Schön. Hab euch so weit gebracht, wie ich konnte. Ich hoffe, ihr seid gut zu Fuß. Anders geht's nämlich nicht weiter. Und wie können wir dich in Zukunft erreichen? Ah, mit Rauchzeichen.
Alles, was ich brauche, ist eine Landebahn. Es war mir ein Vergnügen. Ah, können wir mit ihnen jetzt schnell reisen? Nein, geht nicht. Okay, ich macht eigentlich Sinn, dass er jetzt geht, aber. Ich führe euch zum Tal. Ja. Ja, weil das sieht ja noch nicht aus wie der Cosmo Canyon. Du kannst nun die Tiny Bronco ein Amphibienflugzeug vom Bronco Airlines benutzen. Der Tiny Bronco lässt sich mit Hilfe der Teleboxen rufen, die an den verschiedenen Flugplätzen zu finden sind. Das Flugzeug bringt dich schnell von einem Ort zu anderen. Der Flug kostet dich 1000 Geld, für alle weiteren Flüge sind nur noch 300 Geld. Sehr gut. Oh, Neo Bahamut, was? Noch nicht mal Bahamut, direkt Neo Bahamut, was? Oh. Oh, die Musik. Dun, 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 dun. Das ist wieder die normale Weltkartenmusik. Oh, schön. Kosmoregion. So nah beieinander. Und eine Quest haben wir hier. Ja, yeah, ich freue mich jedes Mal, wenn wir ein neues Gebiet zu erkunden haben. So, Hintergrund. Fakten, keine Ahnung. Sid, den Kollege, den wir gerade getroffen haben, ist der Sid von diesem Spiel. Sids kommen sehr oft in Final Fantasy Spielen vor. In Final Fantasy 16 gab es ja auch einen Sid, ne? Und ich glaube, so ab dem dritten Teil kommt in jedem Final Fantasy ein Sid vor. Die sind nicht verwandt oder so, die haben einfach nur alle den Namen. Es gibt in jedem Final Fantasy immer einen Charakter, der Sid heißt, ne? Ist halt so ein, ich weiß nicht, Running Gag oder so, aber so eine Tradition in Final Fantasy, ne? Und da ist die Version von Final Fantasy 7 gewesen, ne? Sid Highwind. Wahrscheinlich der bekannteste von allen Sids. Die Leute, die Kingdom Hearts gespielt haben, werden den vielleicht schon wieder erkannt haben. Das ist nämlich der Typ, der immer in den Shops war hier. Im ersten Teil war der, glaube ich, im Accessoire-Shop von Traverse, ne? In der Stadt Traverse. Und im zweiten Teil, ja, war der auch, da hat er eigentlich keinen Shop mehr gehabt. Der war aber immer hier, der saß immer vor dem PC hier mit den anderen Final Fantasy Charakteren. Und Sid ist, Spoiler, ein spielbarer Charakter in diesem Spiel, aber der taucht noch ein bisschen später auf. Das ist der letzte Charakter, den wir treffen, nämlich. Und dementsprechend, meine Überraschung war sehr groß, als ich ihn gesehen habe. Als die Hose und die blaue Jacke schon gesehen habe, habe ich den sofort erkannt, ne? Also den so früh zu sehen, habe ich richtig gefreut. Boah, ich habe so gegrinst. Wo ist die letzte Truhe hier? Ich habe so gegrinst, als ich gesehen habe, wer das ist. Er sah ein bisschen jünger aus, weil Sid ist, glaube ich, schon so ein bisschen älter. Ich weiß nicht. Ich habe sogar die Hülle hier schon immer bereit von meiner Originalkopie von Final Fantasy 7. Da kann ich doch nachgucken. Sid ist 32. Okay, er ist ein bisschen jünger. Er ist jünger als Barrett, welcher 35 ist. Aber ich habe ihn immer so ein bisschen so in HD, hätte ich ihn mir so ein bisschen, weil nicht so rauer irgendwie so vorgestellt vom Design. Er sah relativ jung aus, fand ich. Ne? Ich weiß nicht, ob das die gleiche Stimme war wie in Kingdom Hearts 1 und 2. Ich glaube nicht. Ist auch ein bisschen anders, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber ja, passt. Kann man machen. Sah jetzt nicht schlecht aus oder so. Oder irgendwie. Wo ist die letzte Truhe hier? Ist doch gar nicht, ist doch nicht viel irgendwie so zu suchen. Ja, ich habe mich super gefreut, als ich den gesehen habe. Und ja, Tiny Bronco, das ist auch ein Flugzeug, das man irgendwann sehr viel später eigentlich trifft, ne? Sieht, trifft. Aber keine Ahnung, den einfach so, oh, da oben ist das.
Er war wieder so typisch so, er war ist genauso wie Sephiroth. Naja, wir haben diese ganzen Charaktere, die ganzen Charaktere, die schon irgendwie, ja, weiß nicht. Ich weiß nie irgendwie, was irgendwie das deutsche Wort für established ist, irgendwie vertraut, nehme ich mal, vertraute Charaktere, ne? Also ich weiß, was established bedeutet, aber ich weiß nicht. Oh, hier sind Hasen, das heißt, ich habe ja gar kein Schokobo. Nein. Und hier gehen wir jetzt beim Herzkreisplaneten, ne? Das sind die neuen Dinger, ne? Sieht aus wie dieses erste Gebiet von Final Fantasy 16, ne? Wo Clive noch hier Weibern hieß, ne? Oder hier ist andere Ödland. Irgendwo in der Ferne kloppen sich gerade hier Son Goku und Vegeta. Und ja. Also ja, der Auftritt von Sid war jetzt eigentlich genau das gleiche wie mit Sephiroth. Ne? Sephiroth ist eigentlich noch fast gar nicht aufgetaucht, so oft wie er hier aufgetaucht ist, ne? Aber die Serie hat diesen Charakter, ne? Und sie packen den sozusagen nur so als Fanservice dahin. Das ist genau das gleiche, was sie jetzt hier auch mit Sid gemacht haben. Ne? Ja, wir haben diesen Charakter namens Sid, ne? Welcher voll bekannt ist und so. Tun wir den hier mal so reinpacken, ne? So als Easter Egg, ne? Aber warum nicht, ne? Damit sich die Fans irgendwie darauf freuen und so, ne? Was funktioniert hat. So, hier kann ich mir vorstellen, wenn auch ein paar Kaptoren rumlaufen, ne? Hoffentlich. Da sehe ich schon eine Chocobo-Haltestelle. Oder auch nicht. Okay. Ist das hier eine Sprungrampe für Chocobos? Dann haben die ja Düsenjets. Kannst du dann so rüberfliegen? Ja, war ein cooler Moment, ganz ehrlich. Finde ich jetzt zwar nicht. Das hat noch so ein bisschen gepasst. Da war noch so ein bisschen in Character, ne? Sephiroth finde ich ein bisschen ist zu viel Fanservice, ganz ehrlich, ne? Der sollte eigentlich noch nicht so früh auftauchen, wie er eigentlich auftaucht ist. Den hast du ja wortwörtlich irgendwie so 5 Minuten, nachdem du das Spiel ein Remake gestartet hast, schon zum ersten Mal gesehen, ne? Zu dem Zeitpunkt hast du ihn ja noch gar nicht gesehen, ne? Aber das war in Ordnung. So macht auch Sinn, ne? Er ist ein Pilot, deswegen macht es Sinn, dass er uns vielleicht abholt. Ich fand das so gut, dass ich noch gefragt habe, so, ich frage mich, warum wer uns hier abholt, ne? Weil ich habe irgendwie so gedacht, ist das irgendwie so eine Falle, tun wir einfach so random irgendjemanden hier rufen oder so, ne? Könnte ja auch Shinra sein und so, ne? Und dann kommt auf einmal er da raus und ich so, boah. So, neue Gegner. Kommt her. Musik anhören. Aber es glaubt oder nicht, aber ich glaube, mein Lieblingskampfthema bisher in diesem Spiel war immer noch hier das erste Kampfthema, was wir im Spiel gehört haben, auf der Weltkarte hier. Oder das Kampfthema hier noch so ein Remix vom Weltkartenthema war, ne? Also das zweite Intro, ne? Könnt ihr mal zu meinen alten Videos jetzt zurückgehen und hier so Part, weiß nicht, 5 oder 6 anschauen und da das ist ehrlich gesagt eins meiner Lieblingsintro. Ich mache ja hier jedes Mal im neuen Kapitel so ein neues Intro und so, ne? Und was Hagens habe ich schon gesehen, normale stimmt, ne? Ich zähle auf dich, mein Auftritt. Und keine Ahnung, mein Lieblingsintro, das ich bisher gemacht habe für dieses Spiel, war ehrlich gesagt das zweite Intro, wo man das Kampfthema hier von der ersten Region, hier gehört hat, wo man so eine epische Version von dem Weltkartenthema gehört hat. Aber ehrlich gesagt mein Lieblingsintro von allen, die ich bisher gemacht habe, weil man da irgendwie die Charaktere zum ersten Mal gesehen hat, ne? Und die man sieht so Red wieder irgendwie so zu diesen Hubschrauber da so hochschaut, als Shinra irgendwie. Aber wie ist die Stadt nochmal? Ich hab den Namen der Stadt vergessen. Die erste Stadt, Kalm, mein Gott. Man sieht, wie
Red hier gerade hier so den Hubschrauber hier so anschaut, während er am Landen ist. Und Chocobo Ranch. Ja, da war bisher mein Lieblingsintro. So die Musik, so die Clips, die ich dafür ausgewählt habe, fand ich am besten bisher. What? Einfach hier. Okay, einfach ein Funkturm hier. Okay. Alles klar, cool. Gerade Funkturm, ne? So ein kompletter Kontrast zu den letzten Funktürmen, die irgendwie voll schwer zu erreichen waren in der Gongaga-Region, nehme ich. Oh, das ist so gut, ne? Dass hier so viele verschiedene Orte hat. Man muss sich vorstellen, im Original, die Weltkarte war so 80% nur Grasland, ne? Hin und wieder hast du ja mal irgendwie so ein paar andere Gebiete so gehabt, ne? Cosmo Canyon, da war natürlich auch hier irgendwie so, weil nicht. Da war auch irgendwie so Felsen und so Ödland und so, ne? Wenn du den betreten hast, die Region so, aber so 90% war eigentlich immer nur Grasland, ne? So Calm bis Yunnan, Costa del Sol und so, ne? Ja, okay, bei der Goldsoße hast du so eine Wüste da drum, aber dann war außerhalb war schon wieder Grasland. Und jetzt hier immer so verschiedene Sachen zu sehen, also ich finde das richtig cool. Wir haben ja blaue Chocobos oder Aquamarin Chocobos, ne? Oder Cyan. Ja, wie heißt denn Cyan auf? Wie heißt die Farbe Cyan in Deutsch? Cyanid, ne? Hallöchen, ich bin Kamaria, die Chefin der Farm. Willkommen. Und wer oder was ist Shani? Shani ist meine Tochter. Sie nimmt an Chocobo-Rennen teil, wurde neulich aber auf halber Strecke aus dem Sattel geworfen. Sie ist tot. Seitdem hat sie völlig das Interesse verloren und schwänzt ständig das Training. Verstehe. Oh, sagt mal, kennt ihr euch mit Chocobos aus? Ja, doch, ein wenig. Ach, tatsächlich. Ich muss ja nicht Chocobo-Rennen auch noch weitermachen. Ganz vergessen. Es wurde gerade fertiggestellt. Zu schade, wenn es nur brach liegt. Wenn es jemand tatsächlich nutzt, dann wäre die ganze Investition nicht vollends vergebens gewesen. Seid ihr schon mal durch Ringe geflogen? Auf dem Rücken eines fliegenden Chocobos? Fliegender Chocobos? Es gibt nicht viele Trainingsgelände, auf denen man so etwas üben kann. Echt? Das klingt lustig. Lass dir das nicht entgehen, Cloud. Dann kannst du vor den anderen angeben. Warum nicht? Erst müsst ihr euch angeben, geil. Chocobo schnappen. Wie wär's mit Aponi, die hier ganz in der Nähe herumschwirrt? Ihr könnt auf ihr reiten, um zum Trainingsgelände zu gelangen. Sie wird euch sicher durch dieses verwinkelte Tal führen. Da könnt ihr Aponi ganz vertrauen. Wir sind gerade erst hier also ich muss die jetzt mal fangen. Boah. Wir sind gerade erst mal hier aufgetaucht. Die gibt uns schon Chocobo. Mein Gott, wie freundlich. Da Kisten. Kann er gar nicht angreifen. Lupf. Hier kann ich angreifen. Aponi ist eine Anspielung an Epona. Hier das Pferd in Legend of Zelda. So, jetzt muss ich erstmal wieder den Chocobo fangen, ne? Wenn wir so ein Minispiel machen, ne? So, Yuffie hat sich gerade zu Wort gemeldet in dieser Quest. Also rein da. So, Red werde ich hier drin lassen. Also Cosmo Canyon, ne? Natürlich lasse ich Red hier drin, ne? So. Chatley. Wir haben alles, was Chocobo Fanherzen höher schlagen lässt. So, ich habe noch nicht die alle. Habe ich irgendwie zu wenig? Ich weiß nicht, was ich mit meinen. Hiervon kann ich ein paar holen. Ja, ich glaube, ungewöhnliche hochwertige Ungeheuerhaut brauche ich sogar ein paar Mal. Gehen wir mal 7000 aus. Ja, sowieso nicht, weil ich mit meinem Geld hier anfangen soll in dem Spiel. Sogar der Dank weg.
Boah, ich hau dich. So, genau. Gunst des Planeten. Magisches. 120 Punkte. Boom. Ein paar. Weiß Umhang. Na, ja, dafür brauche ich das. Ah, 10 Punkte noch. Nur. Da brauche ich den noch. Kosmotet, Gunst des Planeten. Die werde ich aber noch finden, ne? Gunst des Planeten, ja. Talisman der Unterwelt. So, ich glaube, die Sachen werde ich alle noch finden. So, Chatley. Wie ich sehe, interessierst auch du dich für die Chocobos der Kosmoregion. Sie haben die besondere Fähigkeit, sich per Gleitflug auch durch die Luft fortbewegen zu können. So wie Spyro. Wenn du die Lüfte abhebst, musst du mir erzählen, wie es war. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg. So. Gibt's hier mal neue Materie wieder? Müssen wieder die Schnäppchen hier abkassieren, ne? Behandeln, wiederbeleben, Barriere. Wir haben noch nicht Barriere? Stimmt, jemand schon ausgerüstet, ne? Geschwächte Attacke, ich bin mir ziemlich sicher, wir haben das. Bikerreif, Schneckenarmreif. Na, warten wir. Ich weiß sowieso, was passiert, ne? Wir werden sowieso irgendwann reduziert. Das ist immer irgendwie so, ne? Und dann schlage ich zu. So. So, ich soll ein Chocobo fangen. Wo denn, bitteschön? Da ist auch viel zu weit. Oder ist das die Hauptquest? Ne, da ist das, ne? Ja, da ist das. Da komme ich aber so nicht hin, glaube ich. Also muss ich hier lang, ne? Ah, oh, das neues Ort zum Erkunden. Ja, neuer Ort zum Erkunden. Find's klasse. Ist nur noch wissen, wie dahin, wie man da hinkommt, ne? Aber ich muss doch erst nach oben. Da oben? Ja, da war ja auch ein Weg, ne? Ja. Okay, weiter mit der Erkundung, ne? Versuchen wir mal hier ein paar Sachen nebenbei zu machen, ne? Ich meine, wann wir die machen, ist ja egal, aber irgendwann werden sie sowieso abgeschlossen. Ich hoffe, irgendwann geht die Quest hier weiter in Dings. So, weit. Wo bist du? Da bist du. Warum ist so ein brauner Chocobo? Ich dachte, die Chocobos sind hier sind. Ich dachte, die Chocobos sind hier Aquamarin oder Cyanid, Türkis, wie auch immer. Chocobo-Haltestelle ist wieder in Betrieb. Wie klaut ihr auch einfach jedes Mal hier einfach nur so einen Sack, ne? So, oh, das ist eine Feder, nehme ich. Warum nicht, ne? Ich meine, die ist aus Gold, also ja, eigentlich, ja, natürlich. Ja, neue Gegner. Brosselisk. So, ah. Oh, du bist auch, ne, du bist jetzt nicht neu, aber wo kommst du denn her? Ich habe gerade nur zwei Gegner gesehen. Dann übernimm. Oh Gott, wohin drehe ich mich? Alter, wie viele Glockenschläge. So, jetzt benutze ich meinen Sternstaubstrahl im Cosmo Canyon. So, TP-Boost, nächste Stufe erreicht. Ich meine, da steht auch immer, wenn eine Materie die letzte Stufe erreicht hat, ne? Also jetzt hier nicht immer nachgucken muss, ne? Deswegen gucke ich da doch gar nicht immer nach, ne? Ich gucke immer nur nach, wenn ich sehe, oh, letzte Stufe erreicht oder so. Ich finde das gut, wir hören ja gerade im Hintergrund ein Remix von dem Weltkartenthema, von dem originalen Weltkartenthema. So wie in dem ersten Gebiet.
Schon gewundert, ne? Die hat noch mal benutzen oder so, ne? So. Den Cosmo Canyon haben wir noch nicht gesehen, also den Cosmo Canyon. Ich weiß, das ist ja alles der Cosmo Canyon, aber es gibt ein Gebiet hier, so eine Stadt, nicht Stadt, ein Dorf, das hier der Cosmo Canyon ist. Und den werde ich sofort erkennen, wenn ich den sehe. Deswegen habe ich auch schon sofort gesagt, ja, wir sind noch nicht beim Cosmo Canyon. Weil das sah nicht mal annähernd so aus. Das heißt, das gesamte Gebiet ist der Cosmo Canyon, ne? So. Also meine Erwartung hier, was ich mich freue, ist hier den Cosmo Canyon zu sehen, also das Gebiet. Also, ne, nicht das Gebiet, was ich gerade erklärt habe, ne? Die Heimat von Red. Der Heimatort, nicht das gesamte Gebiet. Das Ökosystem der Cosmo-Region. Chatley. Okay, Chatley hält den Mund hier in letzter Zeit. So, die Cosmo-Region ist ein weitläufiger mit roter Erde bedeckter Landstrich im Süden des westlichen Kontinents. Gering und die Hunde. Das ist so gut für Arosmart. Beobachtung weiß trotzdem. Ja. So Grand Canyon von Final Fantasy 7. So, ich finde das schon, ich finde den Ort schon viel besser hier als Gongaga, weil hier nicht so verzwickt ist und so. Das ist viel übersichtlicher, ja, ich liebe es schon. Viel mehr Platz, hier sind nicht mal Bäume. Chocobos sind ja gelb. Ich sehe einen Chocobo in der Nähe. So, boah, wie ging das noch mal? Wir haben schon lange nicht mehr gemacht, glaube ich, ne? Die letzten beiden Gebiete, im vorletzten Gebiet hatten wir einen Buggy. In dem Gebiet davor mal ein Chocobo geschenkt bekommen. Also, das haben wir schon lange nicht mehr gemacht, dieses Spiel. Guck mal. Ah, guck mal. Ich erkenne es an den Namen über den Chocobo. Genau, wir müssen das Ding schieben, ne? Ich sag so richtig, muss ich das Ding überhaupt schieben? Ne, ich muss hier durch, ne? Hier dreht sich ja nicht um. Und aber nicht irgendwie Steine werfen oder so? Muss ich erstmal welche sammeln, ne? Gott, jetzt hat der sich umgedreht. Kannst du mich mal da wegdrehen? Und das gesamte Ding hier schieben, ne? Oh Mann. Wo soll ich denn wissen, wann er sich dreht? Sehen ja auch gar nicht. Wo soll ich denn wissen, wann er sich dreht? Gibt er mir irgendwie so eine Warnung oder so? Ich bin ein bisschen gemein gerade. Ah, ich habe schon wieder gehört. Komm ich irgendwie so? Oh, Kontrollpunkt ausgezeichnet. Und nun. Nicht einfach so lang. Ich weiß nicht, wie nah ich da immer rangehen kann, bis sie mich. Chocobo hat mich gesehen. Buff. Der Chocobo ist geflüchtet. Ah, wiederholen. Also,
ganz bestimmt nicht von vorne beginnen. Dann wie soll ich das jetzt machen? Der dreht sich noch nicht um, oder? Aber er ist am Schlafen, okay. Ich muss hier doch definitiv irgendwo einen Stein oder so werfen, ne? Pass auf. Wo finde ich denn hier einen? Warte. Ja, er dreht sich ja nicht um. Nutze die Lore, um mich zum... Ja, ich weiß. Aber... Ach, er muss da eingedreht bleiben, ne? Genau. Und wenn er sich da eingedreht hat, dann muss ich genau. Wie gesagt, irgendwie habe ich das Gefühl. Für die Skyrim wachen, ey. War da was? Ah, da war wohl nichts. Direkt. Bin sofort wieder weg aus seinem Gedächtnis. Schießt so eine Wache hier in Skyrim ins Gesicht, ne? Dann tue ich wieder 2 Minuten irgendwie, 2 Sekunden hier bedeckt halten. Die Wache dreht sich um. Oh, da war nichts. So, warte. Gut, hat so eine bewegende Lore irgendwie gar keine Aufmerksamkeit hier irgendwie erregt. Aber sobald ich darum laufe, ist alles vorbei. So merkwürdig diese Runde hier. Okay, siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Ja, wie soll ich denn das hier weiterschieben, während hier... Das ist so merkwürdig gemacht irgendwie. Oh Gott sei Dank. Oh, warte ich einfach, ne? Wenn ich wieder umdrehst, genau. Und dann gehen wir weiter. Ne? Wahrscheinlich gar nicht so schwer, wie ich mir hier ausmache, ne? Zum Glück ist das Spiel nicht vorbei, sobald die mich einmal sehen, ne? So, okay. So, hier sind Steine. So. Was muss ich denn jetzt machen? Ich muss jetzt hier auf die Schiene, ne? Dann muss ich das Ding wieder umdrehen, ne? Nehme ich an. Ne, warte. Muss er Dinge nehmen, ne? Ja. Muss ich den dahin? Wurst. Mach schneller. Nicht nachdenken, einfach machen, Cloud. Okay. Okay. Wenn mir am Anfang ein paar Steine gegeben hätte, wäre es hier viel einfacher gewesen. So. So, einmal wieder umdrehen, Kollege. Ne? Der Stein ist schon längst weg, der ist schon tot. Da ist nichts mehr. So, bitte sag mir, du drehst wieder um. Du sag. War ja natürlich.
Kann man die anderen Chocobos nicht erschießen und dann dann zu denen hingehen? Oh. Mit den Steinen ist er natürlich wieder voll einfach hier, ey. Wow. Du, dreh ich mal um. Kann ich auch einfach auf den werfen? Gut. Was ist dieser Wagen, der direkt auf mich zukommt? Hm, vielleicht soll ich was sammeln. Oh, kann ich einfach ja durch so werfen. Dreh dich um. Dreh dich um. Warte mal. Eine voll kurze Abklingzeit, hab ich gerade gesehen. Ganz ruhig, du Stück, ganz ruhig, ganz ruhig. Zwei Goldfedern erhalten. Oh, meins. Von neuer Chocobo. Ausgezeichnet. Braves Mädchen. Brav, Apuni. Yay, wir haben unseren Chocobo. Jetzt fliegen wir durch die Welt und sammeln ganz viel Geld. So, wow. Oh mein Gott. Yuffie, auf Chocobos wird dir nicht schlecht? Überhaupt nicht. Hab ich gerade was abgebrochen? Man könnte sagen, dass Chocobos und ich Seelenverwandte sind. Verstehe. Irgendwas ist da anders als bei diesen Fahrzeugen, die Shinra entwickelt. So viel Geld für Forschung, aber das Rätsel um die Reisekrankheit haben sie noch nicht gelöst. Von Shinra kann man da nichts erwarten. Ganz deiner Meinung. Okay, du kannst ja ganz hochklettern, aber hier ist nichts. Das frustriert mich schon wieder. Das sieht doch voll so aus, als könnte hier irgendwo versteckt sein. Das sah von der Perspektive aus wie so eine so ein Rohr in so Mario Spiel. So, okay. Da war ja nicht so schwierig. So, dann gibt es aber jetzt auch nur noch dieses eine Gebiet hier, wo wir hingehen können, ne? Außer da oben ist irgendwie noch was. Stimmt, ich habe so Hasen gefunden am Anfang. Sollte ich vielleicht mal zurückgehen. Ich soll vielleicht auch mal hier in Gongaga noch mal durchrennen, ne? Um so Sachen, so versteckte Sachen zu finden. Wollte ich eigentlich auch machen, aber dann war ich hier fertig. Hab direkt weitergemacht. So, warte mal, lass mich mal kurz hier hin. Bevor ich es vergesse, dann sammeln wir mal hier die das Item ein, was auch immer hier ist. Irgendwo hier waren Hasen, ne? Ich weiß nicht mal wo. Ja. Schon sagen, ich stehe wahrscheinlich genau darüber, ne? Oh mein Gott. Ha. Sogar was Anständiges. Halbwegs, ne? Eine Tiny Bronco. Modellart. Wow. So, ich glaube, da war ich schon auf dem Weg. Was ist hier oben? Ja, das zum Funkturm erstmal gehen. Ne? So, haben wir die Quest jetzt erledigt? Schon. Achso, ich soll hier was machen. Okay. Nicht so gut, dass die halt hier so mit den Chocobos geregelt haben, ne? Also in jeder Region was anderes zu tun haben. Im Original konntest du Chocobos züchten, aber das war die nervigste Angelegenheit aller Zeiten. Apuni, bist du mir schon wieder den ganzen Weg nachgelaufen? Aber um einige Nebensachen hier zu machen, sind die notwendig. Ich habe die Mechanik da irgendwie nie verstanden, weil irgendwie so. Sie meinte, dass du
Du musst irgendwie bestimmtes Futter geben. Da musst du mit den Chocobo-Rennen gewinnen und so. Das hat Verbände? Wir leihen uns Aponi mal aus. Hey, dann wollen wir mal. Ich zuerst. Das wird mein großer Auftritt. Da sind übrigens alles hier neue Charaktere, ne? So ganz nebenbei. Hop, hoop, the Chocobo. Setzt du einen Flug, Chocobo, seine Fähigkeiten, Blödflug an. Alles klar. So, Mondsichel. Neue Waffe für Yuffie. Her damit. Das wird super. Okay. Zum ersten Mal fliegen, ne? Ah! Ich nehme an, ich musste irgendwas drücken. Muss ich R2 gedrückt halten? Dann mal los. Mein Gott. Also der Honkai Star Rail den Vogel behalten, aber er ist trotzdem gestorben. So. So, wenn ihr glaubt, gleiten schaffe ich nicht, ne, dann habt ihr euch falsch geschnitten. Wie lange ich schon Genshin Impact spiele, da bist du auch die ganze Zeit am Gleiten. Okay, die Kamera fällt mir irgendwie nicht so. Okay, da halt vielleicht nicht. Na gut. Ich sehe auch gerade, Yuffie ist diejenige, die am... Okay, R2 gar nicht loslassen, alles klar. Ich habe gedacht, vielleicht, wenn ich kurz loslasse, dass ich irgendwie so ein bisschen runtergehen kann. Wie gesagt, ich bin die gleichen Mechaniken von Genshin eher gewöhnt. Wo du immer so ganz kurz irgendwie loslassen kannst, ne, und dann kannst du wieder sofort gleiten und so. So, so ist die Kamera gut. Bewegungssensor ist anscheinend an. Weiß nicht, ob das irgendwie was damit zu tun hat. Ich bewege meinen Controller, aber irgendwie... Das ist jetzt schon wieder zu hoch. Nee, oder nicht? Okay. Das ist eigentlich ziemlich easy hier bisher, ne? Finde ich. Ich muss so einen kleinen Winkel wegen hier. Ja, genau das habe ich mir nämlich vorgestellt. Ne? Ich bin wahrscheinlich zu hoch, ne? Und so einen kleinen Winkel fliegen, um damit hier, damit ich nicht zu hoch bin für das Ding, ne? Aber ne, ich kann da oben und oben fliegen. Boah. Boah, da erinnere mich irgendwie an so ein PS1 Spiel von das große Krabbel, ne? Das ist auch über so ein Canyon fliegen mit so einem na, wie heißen die Dinger hier? So ein Löwenzahn. Muss es über so ein Canyon fliegen. Da waren auch so ein Propeller irgendwie, mit denen du halt. Boom. Perfekt, ne? Ich glaube, wir haben es, ne? Ja, ich kann mir auch mal vorstellen, ne? Wie willst du denn hier irgendwie nicht die alles schaffen? Boah. Wenn du dich wirklich für so gut hältst, dann beweise das auf den anderen Strecken. Mein Gott. Die Herausforderung nehme ich an. Okay, oh, jetzt schon weiter direkt. So, wir haben ja alles geschafft, ne? Cool. So, heiliges Kernholz, das ist einfach nur Material, ne? So, neue Waffe für Yuffie. Ist Yuffie gerade da im Time dabei? Ja, ne? So. 5 Materiaplätze fällt mir jetzt schon. Mindestens 2 Gegner treffen. Was ist das? Kaktor Capriola. Okay. Dann können wir ihr wieder was geben. Und zwar niemand hat wieder Beleben ausgerüstet. Boah, finde ich gut. Geben wir dir mal Toxin. Weil warum nicht, ne? Ninja, ne? Verlängert die Flugdauer um 25 Sekunden. Ich benutze oft meine Fernangriffe, also ja. So, physische Attacke, ja, warum nicht? Elementare Materie, ATB Boost, physische Attacke, nehmen wir das. Sind überhaupt die Werte von dem Ding, habe ich gar nicht drauf geachtet.
Oh. Okay, das Ding ist stärker in allen Bereichen, außer AP hier für den ersten. Also, da war ja auch physische, naja, ich habe ja diesen Effekt genommen, ne? Physischer Angriff und so. So, cool. Fliegen wir mal noch zum anderen Dings hier hin, ne? Zum nächsten Turm, ne? Würde ich sagen. Dafür haben wir doch noch Zeit, ne? Aus dem Weg. Wow. So, warte. Lass das mal da ein. Oh Gott. Oh. Aber hier gibt's bestimmt hier voll versteckte Sachen zu erkunden, ne? Schatzversteck. Okay, so viel dazu. Okay, das ist hier markiert, ne? Kann ich mich dahin teleportieren? Ja. Okay. Lass uns erstmal den Funkturm hier holen, ne? Kann ich einfach runterspringen? Oder bin ich jetzt hier gefangen? Da. Nein, ich kann da nicht runter. Nur habe ich mich ja. Na gut, dann machen wir eben den Schatzort. Nehme ich an. Dann machen wir den Funkturm beim nächsten Mal. Kein Problem, ne? Ich habe es nicht eilig. Ja, dann meinen ersten Schatz. Nächstes ist bestimmt über die Rampe, ne? Kosmotit. Kann ich auch mal nachgucken, ob ich jetzt was herstellen kann. Ich glaube nicht, ne? So, ich nehme mal da ganz hoch. Ja. Das ist cool. Natürlich wäre normale hier Überleitung, ne? Erst kannst du weil nicht laufen, dann kannst du schwimmen, jetzt kannst du fliegen, ne? Also typischer Rhythmus hier in Final Fantasy spielen, ne? Erst bekommst du Chocobos, dann bekommst du vielleicht irgendwann mal ein Schiff und so, und dann hast du ein Luftschiff, ne? Damit du durch die Gegend fliegen kannst. Okay. Das ist noch was hier unten? Wahrscheinlich nicht. Obwohl, hier unten waren wir noch gar nicht, ne? Sehr cool. Waren wir schon ganz hier unten? Ja, ne? Waren wir nicht oben? Okay, wir können schon mal den Flugparcours da aktivieren. Der war der zweite, den ich gerade. Wohl, vielleicht schaffen wir halt hier noch zum. Vielleicht schaffen wir halt hier noch zum Funkturm. Wenn wir jetzt hier dahin düsen, ne? Mit Chocobo-Geschwindigkeit. Guck mal hier. Oh, und da lag noch was. So. Ich wollte der Part gleich vorbei. Ich muss voll pinkeln. Das ist auch nicht der Cosmo Canyon, ne? Müsste man eigentlich sofort erkennen. Da ist der Cosmo Canyon. Genau da, das Ding da, da wo dieses Fernrohr da rauskommt, nee, nicht Fernrohr, Teleskop. Da ist der Cosmo Canyon, da wollen wir hin. So, erstmal machen wir die hier platt. Ist hier irgendwo ein Ort, wo ich mich heilen kann übrigens? Ah, ich finde so gut. Okay, normale Weltkartenthema hier wieder als Kampfthema haben, so halbwegs. Warte mal. Kaktorspur, yo. Geschicklichkeit Bonus. Ich habe gar nicht zwei Gegner getroffen. Ah.
Also das ist voll einfach dann, wenn er hier überspringt zu anderen. Das ist ja voll einfach lernen dann. Ne, ist er ja nicht, Alter. Nein, nein, nein. Könnt ihr mal aufhören, nur auf mich zu springen? Oh, nervt du. Na, direkt schon gemeistert, ausgezeichnet. Na, du blockst hier. Wie ist damit? Kannst du halt auch blocken? Da. Ausgezeichnet. Oh, das ist schon direkt hier unten. Okay. So, dann aktivieren wir den noch. Klettern da kurz nochmal hoch. Versuchen nach Schätzen. Dann haben wir unsere Erkundung schon so mal begonnen hier, ne? Cool. Ah, schön. Da ist ein Kampf, da ist ein S-Bar, da ist ein Ding. Was ich dachte, wir einen Neobarmut bekommen schon. Statt normaler Behemoth direkt ein Neobarmut. Neobarmut ist normalerweise mal eine. In einigen Spielen, in einigen Final Fantasy Spielen gibt es. In den meisten Spielen, ich glaube sogar in jedem Spiel gibt es Barmut. Aber dann hast du manchmal noch eine stärkere Version von Barmut, die du auch noch beschwören kannst. In Final Fantasy 7 hatte auch, glaube ich, 3 Versionen von Barmut, die du alle separat benutzen konntest, ne? Also du hattest jetzt nicht irgendwie, weil nicht Neo Barmut hat jetzt nicht normalen Barmut oder so ersetzt, ne? Du hattest einmal Barmut, dann hattest du Neo Barmut, dann hattest du Barmut Typ 0. Die konntest du alle ausrüsten, die konntest du alle benutzen. Alle auf einmal einsetzen. Da, gut. Ich würde sagen, wir machen dann hier Feierabend. Hui. Ich bin ein Feuerwehrmann. Und dann machen wir unsere Erkundungstour hier weiter im, genau, da müssen wir auch hin, ne? Da wollen wir letztendlich hin, das ist der Cosmo Canyon, wie er lebt und lebt. Und den werden wir uns, vielleicht sollen wir erstmal dahin gehen auch, ne? Damit ich wieder hier genug Content habe für ein neues Intro und so, ne? Anstatt uns hier erstmal hier um die ganzen Sachen hier zu kümmern, müssen wir da lang, ne? Oh, ich war schon auf dem richtigen Weg, sehe ich gerade. Okay, gehen wir jetzt mal weiter, tun den Cosmo Canyon schon betreten und ich sage, ja, machen wir beim nächsten Mal, ne? Schaffen wir bestimmt, ne? Gut, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, hinterlasst ein Like, ein Abo oder ein Kommentar, das würde mich voll freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ciao.